Komm schon! Also. Nummer 2 ist auch fast tot und ist sogar noch ein Heiltank übrig. Jawohl, das war's. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Ja, Mistgeburten. Entschuldigung. Ja, also das ist ja sowas, was ich persönlich als versteht mich jetzt bitte nicht falsch, aber in meinen Augen es gibt ja Menschen, die sagen, dass andere Menschen Missgeburten seien. Wo ich mir dann oftmals denke, wissen diese Menschen überhaupt, was sie den anderen damit antun? Und irgendwann habe ich mir dann persönlich den Denkansatz erschaffen. Natürlich, es gibt keine Missgeburten, aber diejenigen, die andere als solche bezeichnen, sind für mich Mistgeburten. Ui, da fliegt ein Drache auf mich durch. Hey, ein Schlüssel, jawohl. Den ganzen Weg für einen verdammten Schlüssel. Hätte ich mir doch mal lieber den Schlüsselmacher aus Matrix 2 ausgeborgt. Die sind für mich wirklich Mistgeburten. Die sind für mich ungefähr so wenig wert wie der Dreck, den ich jeden Morgen beim Aufstehen unter den Hausschuhsohlen habe. Und das hat mehrere Gründe. Und wie gesagt, der Hauptgrund ist, dass diese Menschen anderen Menschen das Leben so dermaßen zur Hölle machen und ich das absolut nicht abkann. Und da denke ich mir dann ganz ehrlich oft, oder es muss ja nicht mal die Beleidigung Missgeburt sein. Es gibt so viele Beleidigungen, wo ich mir denke, muss das sein? Ja, ich weiß doch nicht genau richtig für YouTube. Hier war doch noch irgendwo, Moment mal. Hier war doch noch irgendwo. Irgendwo. Da oben, genau. Eine Fährmannsmünze. Fuhrmannsseele, genau. Fährmannsmünze, so. Wo ich mir da wirklich denke, muss das sein? Das ist auf YouTube natürlich auch teilweise. Aber da muss ich sagen, ihr seid eine wirklich, wirklich spitzen Community, wo es eigentlich kein Gehate und Geflame gibt. Es gibt zwar ab und an, vor allem unter Updates, Meinungsverschiedenheiten, aber die löst ihr eigentlich immer friedlich oder habt sonst irgendwie einen netten Lösungsansatz dafür, sag ich mal. Also ich habe da noch nie irgendwie einen Streit oder so schlichten müssen. Und dafür ganz ehrlich meinen Respekt und meine Hochachtung, Leute. Es gibt viele, viele, viele Let's Player, die sind nicht mal größer als ich, sogar teilweise kleiner. Und die haben das nicht so schön. Also die haben keine so tolle Community. Also echt meine Hochachtung und mein Lob für euch, dass ihr... Also mein Lob, meine Dankbarkeit vor allem. Dass ihr so eine Spitzen-Community seid, die da nie wirklich irgendwie großartig sich aufregt oder sich gegenseitig ausbrennt oder so. Dankeschön dafür, Leute. Es ist dann eigentlich ziemlich egal, welche Art von Beleidigung das ist. Irgendwie kann ich solchen Leuten dann später nur... Hey, eine Seite aus dem Buch der Toten, jawohl. Nur sehr schwer verzeihen, dass, was sie dann eben gesagt haben oder getan haben. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen so arschlochmäßig irgendwie vielleicht auch ein bisschen geschwollen. Aber wer mich oder, was mir noch wichtig ist, meine Freunde mal irgendwie schief anmuckt, der hat meistens relativ große Probleme mit mir. Und das ist echt was, was ich hoffe, dass ich mir mein Leben lang behalte.
dass ich wirklich mich dafür einsetze, dass die Menschen, soweit es geht, gleich behandelt werden. Natürlich gibt es dann Ausnahmen, wo man sich, das hatte ich zum Beispiel neulich erst im Freundeskreis, ich möchte den Namen nicht nennen, er möchte wahrscheinlich auch nicht, dass ich ihn nenne. Wir haben uns eigentlich am Anfang sehr, sehr gut verstanden. Und es war später eigentlich mehr oder weniger die Entwicklung der restlichen Clique mehr oder weniger und ihm alleine dann, die dazu, ja, die halt soweit das Ganze dann geführt hat. Aber ja, also es war dann so, dass er nicht mal grundlegende Ansichten. Es waren Ansichten unserer mehr oder weniger Spielgemeinschaft gegenüber, die ihn, mit denen er uns in den Dreck gezogen hat und mit denen er sich selbst dann halt gut dastehen hat lassen, die wirklich so vielen Leuten gegen den Strich gegangen sind, dass wir gesagt haben, ja, tschüss. Ich betone es gern noch ein paar Mal, ich habe normalerweise nichts gegen, ich nenne es der Höflichkeit halber mal, andersdenkende Menschen. Aber wenn diese andersdenkenden Menschen sich, na super, wir wissen ja jetzt, wie es funktioniert. Wenn diese andersdenkenden Menschen sich dann die Freiheit nehmen, Was steht da? Ist das ein N? N-S-S-E-N? Keine Ahnung. Er muss sowieso runter. Wenn sich der dann die Freiheit nimmt, einen ganzen Clan zu kritisieren, und zwar so weit, dass es freundlich und gelinde gesagt einfach nur mehr eine Frechheit ist, weil halt diese Ansichten, die dieser jene vertritt, das gesamte Leitbild der gesamten Spielgemeinschaft nicht nur aushebeln, sondern wirklich zerstören. Dann tut's mir ganz ehrlich leid, dann hat der in der Gruppe nichts verloren. Auf mehrmaliges Hinweisen natürlich, dass dieses Denkmuster, das er da an den Tag gelegt hat, nicht so super toll zu uns reinpasst, meinte er nur, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, wie er das wirklich gesagt hat. Aber er meinte auf jeden Fall, ja, er wisse es besser und das Team fällt sowieso auseinander und wird zerstört und keine Ahnung, und darauf habe ich dann jetzt ehrlich keinen Bock mehr gehabt. Und das ganze restliche Team auch nicht. Und ich weiß nicht, wo es jetzt hier nach unten geht, aber es sieht sehr, sehr tief aus. Ach, das ist der andere Bereich vom letzten Mal. Da schon. Einmal links um müssen wir. Okay.
Das hier ist unser Ziel. Als Abschiedsbrieflein meinte die Person dann noch, er sei halt realistisch denkend und nicht so verträumt wie wir, und vielleicht ist es ganz gut, dass wir uns, dass wir getrennte Wege gehen, sagen wir so. Und ganz ehrlich, wer, der noch halbwegs bei Sinnen ist, sagt in der heutigen Zeit, er denkt immer zu 100% realistisch. Ich bitte, das Ganze jetzt nicht falsch zu verstehen. Das kann man jetzt vielleicht falsch auffassen, dass man denkt, dass es so rüberkommen soll, dass man in einer Fantasiewelt leben sollte oder sich möglichst viel hinreimen sollte. Das meine ich damit nicht, aber wenn ich mir wirklich Gedanken über alles mache, wenn ich mir wirklich alles, Bosskampf, ich bringe das noch schnell zu Ende, bevor ich reingehe. Wenn ich wirklich alles total realistisch abdenke heutzutage, dann, muss ich doch wahnsinnig depressiv und verzweifelnd werden. Und wenn ich mich dann wirklich nur um bestimmte Probleme, also nur um bestimmte Problemzahl am Tag kümmere, und danach abschalten kann, oder meinetwegen irgendein Videospiel oder ein Film oder ein Buch oder sonst irgendwas anschaue, spiele, lese, genieße, keine Ahnung, und dann einfach in dieser kurzum heilen Welt für 2-3 Stunden Energie tanke, was ist verkehrt dran? Na, dann will ich in dieser Welt halt keinen Realisten haben, der mir sagt, okay, pass auf, ist schön hier, aber da draußen ist wieder die harte Welt. Das weiß ich, aber das ist mir in dem Moment egal. Das will ich damit sagen. Ich, Let's Play zum Beispiel jetzt 1,5 Stunden Dark Souls 2. Ich mache jetzt diese 1,5 Stunden Aufnahme mit Dark Souls 2 wieder. Bin für diese 1,5 Stunden Teil dieser Welt, Teil dieses Let's Plays, Teil des Commentaries, Teil des Spiels. Ich zock das hier. Und habe meinen Spaß dran und brauche nichts anderes denken. Ich tauche ein. Bin fürs Video da, für euch da, fürs Commentary da, und der Rest ist mir egal. Und wenn ich dann die Aufnahme beendet habe, den Kontrollblick gemacht habe, alles reingeladen habe, die Folgen eingeteilt habe, das Ganze zum Rendern einstelle, aufstehe und vom PC weggehe, dann ist das alles wieder da und diese heile Welt bleibt da, wo sie ist, am Arbeitsplatz am PC. Es ist das, Wolfgang Holbein hat es mal so schön gesagt in einem Interview. Er möchte in seinen Büchern das erreichen, was er selbst auch gerne möchte, wenn er ein Buch liest, und zwar in diese Welt eintauchen, von dieser realen Welt weggerissen werden, und wenn es nur für 20 Minuten ist, wenn er das Buch liest. Und genau das möchte ich halt auch, wenn ich jetzt am PC sitze zum Beispiel und Videospiel spiele. Und ich hoffe, ich bringe es hier vor dem Bossfight einen Cut hin und ihr seht dann nach dem Cut jetzt den Fail.